wird erstmal schauen, wo jetzt mein Stream ist. So, willkommen zur sechsten Sendung Erleuchtung und Illuminati. Ich habe heute zwei Gäste bis jetzt. Ich bin froh, dass der Hiob mal vorbeischaut. Hallo Hiob. Hallo Valentin. Und hallo Lucy. Guten Abend. Lucy war schon öfter mal dabei. Hiob kennt ihr wahrscheinlich von der Hiobsbotschaft. Und zur Einleitung lese ich jetzt erstmal wieder die Definition des Wortes Erleuchtung und Illuminati vor. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen außer Atem. Ja, immer mit der Ruhe, Valentin. Ja, dann spiele ich gleich mal ein kleines bisschen als Hintergrund von Schiller Atemlos ein. Ja, oder willst du mal ganz kurz dich vorstellen, Hiob, und deine Sendung? Liebe Zuhörer, genau zuhören. Hiob ist ein Bekannt. Ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht ganz genau, was ich hier sagen soll. Ich freue mich erstmal, dass ich hier bin, Valentin. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, worum es hier geht, aber das wird sich alles noch im Laufe des Abends herausstellen. Ja, Eigenwerbung, weiß ich nicht, was soll ich da sagen? www.hiobsbotschaft.info, Livestream mit Video, Ton, online, sporadisch aktuell, montags, teilweise auch freitags oder samstags. Schaut einfach mal rein, aber viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Valentin, lass uns lieber mal über dein Thema hier reden. Ich bin ja auch nur Talkgast. Okay, also dann lege ich jetzt mal los. Ich habe gerade gesehen, Infokrieger 87 ist neu auf dem Server. Der wird wahrscheinlich zu uns hoch wollen. Jetzt ist er noch in technische Hilfe, aber wir bekommen dann noch einen Gast. Ich beginne jetzt mit der üblichen Definition. Also, Illuminati, Erleuchtung, beziehungsweise Materialisten gegen Heilige. Man könnte es auch als Erleuchtung gegen Einweihung bezeichnen. Vor allen anderen Themen behandeln wir jetzt, um Missverständnissen vorzubeugen, den Begriff der Erleuchtung, auch als Illuminati bezeichnet. Schon seit Jahrhunderten geistert dieser Begriff, der die geheime Weltregierung hinter der Szene sein soll, durch die Bücher und viele Desinformationsvideos finden sich hierzu im Internet. Dazu unterscheide ich zwischen der persönlichen und der technischen Erleuchtung. Der Unterschied zwischen der persönlichen Erleuchtung, die sich Heilige nennen, und der technischen Erleuchtung durch Erkenntnis eine Mentalität der Eingeweihten. Der signifikante Unterschied zwischen den beiden Arten der Illuminaten ist, dass es für die Erleuchtete, die technisch durch Erkenntnis und Wissen Illuminaten sind, eben nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, sondern alles Notwendige achten, dass der Ideologie und Zielsetzung mit anderen der organisierten Illuminati übereinstimmt. Dem entgegengesetzt handeln persönliche, in Klammern körperlich-geistige Klammer zu, Illuminaten bzw. Heilige, bei denen das dritte Auge geöffnet ist. Das heißt, alle Chakren offen sind und die Kundalini-Kraft ungehindert bis ins Gehirn steigen kann. Die Heiligen, deren Heiligenschein manche sehen können, unterscheiden sehr wohl zwischen Gut und Böse, da durch ihre erweiterten Sinne ein schädliches Verhalten anderen gegenüber unerträglich für sie wäre und sich als Karma niederschlagen würde. Kurz gesagt, die Einstellung der eingeweihten technischen Illuminaten steht den sensitiven, in Anführungsstrichen echten Illuminaten gegenüber. Sagen wir also zu den Heiligen Erleuchteten persönliche Illuminaten und zu den Erleuchteten, durch Wissen und Erkenntnis technische Illuminaten. Um den Bogen zur geheimen Weltregierung zu spannen, möchte ich nun noch erläutern, welche Mittel wem zur Verfügung stehen. Das sind auf der einen Seite die technischen Illuminaten, die sich durch ihre Organisation als Hebel auszeichnen, in Klammern Pyramide, Klammer zu, und auf der anderen Seite die persönlichen Illuminaten, die sich durch ein abgestreiftes Ego auszeichnen, deren Vorstellungskräfte so stark sein können, dass sie damit die Welt verändern.
vollendete Meister der persönlichen Erleuchtung, welche nicht vorzeitig in eine höhere Dimension, in Klammern über Zeit und Raum, Klammer zu, wechseln, nennt man durch diese mentalen Kräfte auch Baumeister. Allerdings nicht großen Architekt, der Gott darstellt, beziehungsweise Geister spricht der Heilige Geist. Der Architekt, das Göttliche, wird von einigen als Luzifer, Gabriel und von anderen als Gott bezeichnet. Es sind allerdings Wesen und Geister, deren Fähigkeiten Raum und Zeit überwinden können, und diese Geistwesen stehen schließlich aus unserer Sicht an der Spitze der sogenannten Weltordnung und stellen für die Menschheit die Pyramidenspitze weggehenden Strahlen dar. Weder bin ich in einer Loge noch in irgendeinem anderen geheimen Bund, sondern habe mir durch Erfahrung und Offenbarung diesen Kenntnisstand angeeignet. Soweit zur Definition. So, jetzt hoffe ich, dass Infokrieger 87 gleich kommt. Ja, Hiob, was sagst du dazu? Moment, verstehe ich das jetzt richtig? Du benennst also Personen, die wach werden, die vielleicht die Struktur dahinter erkennen, auch als Illuminaten, als persönliche Illuminaten, habe ich das eben richtig verstanden? Persönliche Illuminaten, deren drittes Auge geöffnet ist, sind praktisch erleuchtet, ja. Da musst du aber bedenken, dass die Kundalini durch die ganzen Chakren bis ins Gehirn steigt. Also nicht jeder, der weiß oder Wissen hat, ist erleuchtet. Valentin, ich probiere mal mit meinen eigenen Worten, Jan oder ihr. Ja. Folgendes. Und zwar. Bitte keine Namen. Ich bin inkognito. Ah ja, okay, gut. Rausgeschnitten. Also hier kannst du sagen. Okay, hier. Und zwar folgendes. Die persönlich Erleuchteten, die haben identifiziert, aber damit ihr dir vorstellen kann, stell dir einfach vor, dass sie den Verstand verlieren. Dass sie Nerven. Haben. Das ist die einfachste Methode, als deinen Laien begreiflich zu machen. Die haben kein Ego mehr. Das ist vorhin gemeint, das hat Valentin gesagt, indem er meinte, dass das Ego abgestriffen wird. Das, ja. heißt, dass Seele und Herz nur noch eine Dualität darstellen und praktisch nichts mehr zwischen der Realität, der wahren Realität ist und dem, was sie widerspiegeln. Das ist wie eine Art Kurzschluss im Informationsraum. Also es gibt, wie gesagt, zwei unterschiedliche. Das hast du jetzt verstanden, ne? Die Organisation der Illuminaten und die, die persönlich religiös, körperlich erleuchtet sind. Das sind beides Illuminaten. Ja, okay. Also ich kann auch das, was Lucy Fagott hier gesagt hat, eigentlich nur unterstreichen. Nur ist es nicht etwas schwierig, die Bezeichnung Illuminaten dann auch für diesen Personenkreis zu wählen, weil wir wissen ja, wie dieser Name einfach belastet ist mit der neuen Weltordnung, mit der Verschwörung, die dazu im Hintergrund läuft. Ja, du hast recht. Das Problem ist da vor allen Dingen die katholische Kirche diesen Namen in den Dreck gezogen hat. Wir sind aber mutig genug und hoffen, dass jetzt die entsprechenden Zuhörer interessiert sind, die wahren Hintergründe zu erfahren und dadurch auch rausfinden, dass eigentlich was ganz anderes dahinter steckt. Und das ist letztendlich auch unser Ethos, dass wir die Wahrheit vertreten wollen und nicht irgendwas so ein Rumgelaber, was in der Welt rumgeht. Ja, kann man da nicht einfach einen besseren Ausdruck für finden, um das Ganze einfach besser zu erklären, dass die meisten Menschen es auch verstehen? Es geht ja darum, dass die Leute, die ihr erreichen wollt, das auch verstehen. Na, ja. Wie wird denn die komplett erwarten? Nee, also pass auf, wir müssen ganz einfach für eine Klarheit der Begriffe sorgen. Und wenn einer das falsch versteht, weil er durch Mainstream oder durch Desinfo denkt, ausschließlich Einbahnstraße schlecht denkt, dann ist es ein super Hebel, mit dem ins Gespräch zu kommen. Okay. Dass man darüber redet, ne? Ja, weil, ja. Also du beziehst dich jetzt natürlich auch, wie die meisten, im Hintergrund auf den Illuminatenorden, der in Bayern gegründet wurde und verboten wurde von Adam Weishaupt. Der ist ja bekannt. Und zwar, nenne ich die organisierten Illuminaten. Und da ist die Frage, meinst du, dass es die noch gibt?
Die gibt es laut meinen Recherchen ja, definitiv. Sie spielen ja in Politik und Wirtschaft eine ganz große Rolle. Da läuft ja einfach was hinter den Kulissen und wie man diese Gruppe auch nennen mag. Es gibt halt immer diesen Überbegriff Illuminaten für diese Gruppe, die da hinter den Kulissen agiert. Und gerade deswegen finde ich es ja äußerst fahrlässig, da nochmal zu differenzieren zwischen den, wie Lucifer Gott es gerade sagte, Vollerwachten, die denselben Namen tragen, also als Illuminati oder Illuminaten ist ja kaum ein Unterschied rauszuhören, nur wenn man die einfach auch anders nennt. Also ich denke nicht, dass ein wirklich Erwachter, sage ich mal, oder ein wirklich Erleuchteter, wenn wir Deutsch reden wollen und nicht von Illuminaten, sondern von den Erleuchteten sprechen wollen, gar nicht mal sich hinstellt und sagt, er wäre erleuchtet, er wäre erwacht. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Genau da wollen wir ja die Schafe abholen, ne? Indem wir einfach diesen Begriff nehmen und für sie erstmal aufgliedern und dann ihnen sagen, pass auf, kommt mit uns ins Gespräch und dann kommen wir langsam in die Familien, in die Dynastien hinein, in die neue Weltordnung, ja? Und beschreiben dann den Sachverhalt der neuen Weltordnung. Auf den kommen wir dann später noch zu. Also du meinst auch, die organisierten Illuminaten gibt's noch. Die wurden halt verboten und es war damals auch nur, in der Anführungsstrichen nur, eine Aufklärungsphilosophie. Allerdings war die sehr hierarchisch gestaffelt und auch die Protokolle der Weisen von Zion rechnet man dieser Gruppe zu. Aber dazu kommen wir später. Ich komme jetzt erstmal zu dem ersten Buch, das ich vorstellen möchte. Und zwar ist das Viktor Farkas, Schatten der Macht, bedrohen geheime Langzeitpläne unsere Zukunft. Viktor Farkas nennt Ross und Reiter des Weltgeschehens, enttarnt Desinformation, bringt Verborgenes ans Licht und stellt die alles entscheidende Fragen. Wie sieht die Welt hinter den Kulissen aus? Wer sind die unsichtbaren Kulissenschieber? Was wird uns noch erwarten in der Zukunft? Ich schlage es mal kurz auf. Valentin, ich wollte ganz kurz zwischendurch, also auf Topic, wenn die Musik jetzt lautet, bitte sofort Bescheid sagen, ja? Ja. Und zwar, er schreibt eigentlich nicht viel. Leider, ich war von dem Buch etwas enttäuscht. Er redet halt von Utopisten, Entschuldigung, die von einem goldenen Zeitalter schwärmen, von einer Reinigung der Erde, von Apokalyptikern und unsichtbaren Drahtziehern, der Etablierung einer Weltregierung, neuen Ordnung oder wie man ein solches Einweltsystem nennen will, stünde nichts mehr im Wege. Und eine ihm unbekannte Macht macht er dafür verantwortlich. Er fragt dann noch rhetorisch, kann es sein, dass der Ausdruck die neue Weltordnung für den inneren Kreis einer Geheimgesellschaft etwas völlig anderes bedeutet als für einen normalen Menschen? Er geht davon aus, dass eine neue Ordnung für das Menschengeschlecht unter der Herrschaft Luzifers und seiner Anhänger erstrebt wird von den geheimen Gesellschaften. Dabei bezieht er sich auf die weltweite Verschwörung. Und auch auf den Orden der Perfektibilisten. Die Perfektibilisten bzw. der Bienenorden wurde auch der Illuminatenorden genannt. Also Adam Weishaupt war sich noch nicht schlüssig, wie er sich nennen will. Also hat er den Namen Perfektibilisten Bienenorden zuerst genommen und dann das Wort Illuminaten. Wobei ich der Meinung bin, dass das Wort Illuminaten auch von diesem Orden nur missbraucht worden ist. Tatsächlich haben Illuminaten hellseherische Fähigkeiten, können in der Zeit praktisch vorausschauen und sind auch telepathisch befähigt. Valentin, benutzen wir gleich mal professionelle Wörter, weil du meintest, in der Zeit vorausschauen. Das heißt, die haben den Puls einer Zeit, die fühlen sich in die Dinge ein und das nennt man Präkognition. Ja, ich will mit Fremdworten
vertue ich mich manchmal. Also Präkognition, sagst du, ja? Ja, der Begriff heißt so, und Präkognition heißt, dass man ein Gefühl für die Dinge hat, in der Form, die passieren werden. Und es gibt, also sag mal so, für die persönlich Erleuchteten ist das manchmal ein Problem, weil sie nicht unterscheiden können, ob ihre Gedanken die Dinge bewirken, die passieren, oder ob sozusagen die Dinge, die passieren, einfach nur von ihnen vorauserkannt werden. Und das können sie schwer unterscheiden. Ja, okay. Zu den persönlichen Illuminaten Erleuchteten kommen wir auch gleich. Ich mache das Buch noch zu Ende, weil ich habe da die wichtigsten Passagen rausgeschrieben und rausgestrichen, aber leider bin ich von diesem Buch sehr enttäuscht. Es brachte mir gar nichts Neues. Besser war es dann mit einem anderen Film. Der hat mich jetzt 13,99 € gekostet. Ich habe verhandelt. Bei eBay gibt es diesen Film für 19,99 €. Der heißt Die alte und neue Weltordnung. Ist eine DVD. Und da geht es dann schon ein bisschen zur Sache. Aber nur, also, nur am Ende des ganzen Filmes. Also das war mal das Buch, das empfehle ich überhaupt nicht. Und dieser Film, ja, in diesem Film spricht er, dass die NWO eine geheime Ordnung ist, die die Verschuldung der Massen praktisch voraussetzt. Die geheimen Machthaber sind Dynastien und in einer Hierarchie festgelegt. Es gibt drei Stufen. Die erste Stufe ist der alte schwarze Adel. Das heißt europäischer Adel, auch das Königshaus von England. Die zweite Stufe sind die Höflinge, Rothschild, Rockefeller, Harriman, Bush und so weiter. Und die dritte Stufe ist der Geldadel. Man muss sich jetzt vorstellen, dass man da nur durchkommt in dieser Hierarchie, wenn man sich immer von einer Stufe an die nächste wendet. Man kann nicht direkt an den schwarzen Adel herantreten. Okay, das war es jetzt zur DVD. Das war eigentlich alles, was in der DVD besprochen wurde. Es gab vielleicht noch die Neuigkeit, dass die USA noch immer eine Kolonie von England ist und dass der Autor Mullins, wie der heißt, von dem Buch, das darin vorgestellt wurde, die NWO als Insider-Begriff tituliert hat und die Mitglieder davon als Mafia. Aber mehr wurde im ganzen Film in 60 Minuten nicht Neues erwähnt. Okay, also kommen wir zu den persönlichen Illuminaten. Ja, also zu den Vollerleuchteten. Sag doch mal, Lucy, was wolltest du sagen zu denen noch? Präkognition und was noch? Ja, Präkognition ist nicht das Einzige. Es geht eher in dem Bereich, dass sie aufhören, auf Wörter zu achten und eher in Bildern und Strukturen denken und fühlen. Das heißt sozusagen eigentlich, dass das Denken und Fühlen für diese Person eigentlich auch kein Unterschied mehr sind. Das spricht, Denken und Fühlen ist für sie eine gemeinsame Sache geworden. Das ist sozusagen dann, sagen wir mal so, stell dir vor, du bist religiös und du glaubst an ein Leben nach dem Tod. So, und dann ist diese Erfahrung da, die sie dann eben machen, wo sie voll erwachen, das ist dann, wo sie dann innerhalb von sich selbst sind, das ist wie ein weißer Raum, wo auch die komplette Information über alles, die Struktur, wie sie wirklich ist, enthalten ist, und dann treten sie aus dieser Erfahrung wieder raus und müssen sie mit dem wiedergewonnenen Verstand verarbeiten. So, dann haben sie erstmal eine ganze Weile das Gefühl, die können nicht unterscheiden, sind sie ja tot oder nicht tot, leben sie Traum, und irgendwann begreifen sie, dass die ganze Information, die darin enthalten ist, letztendlich bedeutet, dass es keinen Unterschied macht, ob man lebt oder tot ist. Okay, Lucy, wir müssen ein bisschen draufhauen. Wir haben nur 60 Minuten, 20 sind schon vergangen. Ja, also ich kann dir kurz was einwerfen, und zwar, ja. ich hab mich ja schon ein bisschen damit beschäftigt, weil das ist schon öfters mal irgendwie als Frage aufgetaucht ist, wie man denn ja diese persönliche Erleuchtung erreichen kann.
Ich war der Meinung, dass man sie halt nicht erreicht, sondern dass in dem Moment, wo sie dann passiert, nicht dadurch passiert, weil man sie erreicht, sondern weil dieser Zustand einen erreicht. Weil dieses Erreichen ist ja ein Bedürfnis, ein Wunsch, ein Antrieb. Und dieses Bedürfnis zu haben, diesen Antrieb zu haben, ist ein Hindernis, um die Erleuchtung zu haben. So, und das heißt sozusagen, man muss sozusagen dieses Bedürfnis verlieren. Und da gibt es entweder, man hat von all dem keine Ahnung und rutscht sozusagen per Zufall in die Sache rein. Das ist bei mir passiert. Das ging so im Bereich Liebeskummer und so weiter und Welt ablehnen und Welt zerreißen und ich die Welt nicht verstehen, dann zerreißt man eigentlich sich selbst. So, das ist dann eben der Prozess, wo man nicht begreift, was dahinter steht. Es gibt jetzt andere Sachen und da habe ich mich damit ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und zwar ist eigentlich schon sehr lange bekannt, wenn man sich mit Ägypten beschäftigt. Es ist eigentlich bekannt, Osiris, Isis und Horus, das dürfte eigentlich ziemlich bekannt sein. Isis hat einen sogenannten Tempelschlaf, einen Ritus eingeführt mit einem Tempelschlaf und hat dadurch Leute eingeweiht, die für die sie erachtet hatte, dass sie reif sind. Es ging so weit, also dieser Tempelschlaf, so nennen sie das, geht in ungefähr in die Richtung, dass es eine Woche lang Trance und Enthaltsamkeit und wie auch immer, dass man praktisch dann sich darauf vorbereitet und ganz am Schluss, also ungefähr eine Woche, wird dann ein Trank gereicht, das dann Harmaline enthält. Harmaline, das sind Stoffe, die dafür sorgen, dass also der eigene Körper, man muss ein kleines bisschen auseinanderpflücken, der eigene Körper hat ein oder produziert ein Enzym, das dafür sorgt, dass Gifte im Körper abgebaut werden. So, das nennt man, ich möchte jetzt nicht so weit vertiefen, das nennt man MAO, also Monoaminooxidase. Und diese Enzyme sorgt dafür, dass Gifte abgebaut werden. So, das ist normalerweise immer da. Okay. Das gibt es sozusagen einen Stoff, den der Körper immer produziert. Das nennt sich DMT. Ist auch als Droge bekannt und es ist bekannt als Molekül des Bewusstseins. Hätten wir dieses Molekül nicht, dann hätten wir kein Bewusstsein. So, DMT, für alle, die es interessiert, ist Dimethyltryptamin. So, dieses Molekül wird ständig vom Körper produziert und ständig abgebaut durch diese MOA-Enzyme. So, wenn sozusagen diese Enzyme das DMT nicht abbauen, dann würde es bedeuten, dass man einen stetigen ansteigenden DMT-Spiegel im Körper hat. Weil der Körper sozusagen immer mehr DMT aufbaut und so weiter und so weiter. Diese Harmaline sorgen also dafür, dass praktisch diese DMT, diese Tryptamin immer weiter ansteigt im Körper und dann praktisch das Bewusstsein dadurch immer höher aufgebaut wird. Dieser Prozess wird auch bei den sogenannten Ayahuasca-Indianern in Amazonas angewendet. Das ist auch für die Leute, die sich dafür interessieren, Schamanen und so weiter, Schamanismus, sie kommen so aus dem Bereich, haben auch sowas angewendet, eine Woche lang Fastenkur, wo sie dann nur Wasser und Bananen, vielleicht ein bisschen Fisch machen, also sozusagen eine Fastenkur machen, um die Alkaloide, das sind Gifte im Körper, abzubauen. Weil wenn natürlich diese Enzyme nicht mehr vorhanden sind oder abgebremst werden, kann der Körper nicht mehr entgiftet werden. Und deswegen ist diese Fastenkur, dieser Ritus sehr wichtig gewesen. Und dieses DMT, was der Körper selber produziert, um ein Bewusstsein zu halten, wird dann praktisch produziert und angestiegen und so weiter, also wird angehoben. Und alle, die sozusagen diesen Ritus durchgezogen haben, haben dann praktisch diese Erfahrung auch durchgezogen. Es ist bekannt, dass dieses Molekül ab dem 47. Tag nach der Befruchtung existiert, sprich sozusagen, wenn jetzt im Körper ein Kind gerade entsteht, ab dem 47. Tag, vielleicht plus minus 2-3 Tage, existiert dieses Molekül auch im Kind. Man kann also davon ausgehen, dass ab dem Moment, da muss ich mal kurz rechnen, 6-7 Wochen ungefähr, dass man sagen kann, ab 6-7 Wochen, dass ein Embryo schon ein Bewusstsein hat. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt irgendwo sich damit beschäftigt, dass man nach 12 Wochen noch ein Kind abtreiben kann, wird das ein bisschen problematisch. Aber das soll jetzt nicht das Thema der heutigen Sendung sein.
auf der anderen Seite, und zwar im Bereich zum Tode hin, das heißt, wenn man stirbt, ist auch was konnte man was feststellen, und zwar, dass in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, der DMT-Spiegel auch enorm ansteigt. Das heißt, dieses Molekül DMT spielt im Sinne, wenn wir über Bewusstsein, Erleuchtung und so weiter reden, eine sehr große Rolle. Also für alle, die ja zuhören und sich damit beschäftigen, müssen eben akzeptieren, dass es gibt einen Stoff, der praktisch auch genau, also Mittel, also Kern dieser ganzen Problematik ist. Es gibt jetzt noch Leute, die sich ein bisschen von der anderen Seite herangehen wollen. Da habe ich noch einen kleinen Hinweis, und da möchte ich jetzt das dir überlassen, ob wir jetzt in heutige Sendung dafür nutzen, tiefer in die Sache einzusteigen, und zwar die Sanskrit, also aus dem Sanskrit, die indischen Veden, also die seit 5000 Jahren schon bekannt sind. Die Hälfte von allen Schriften in Veden beschäftigen sich mit diesem Thema. Es wird dort ein Begriff genannt, der nennt sich Soma, also S-O-M-A. Okay, Lucy. So, dann möchte ich mal abschließen, möchte ich jetzt an dich überreichen. Okay, Lucy, wir haben ja noch einen anderen Gast hier, lass mal ihn doch mal zu Wort kommen. Und zwar folgende Frage, wie stellst du dir vor, dass du die persönliche Erleuchtung erreichen kannst? Hast du da schon irgendwie Erfahrungen oder Informationen hier? Auf die Frage möchte ich jetzt noch gar nicht so genau eingehen, sondern eigentlich eher auf das zuvor Gesagte hier auch von Lucy Fagott. Lucy, ich nenne dich jetzt einfach nur Lucy ganz kurz. Vieles von dem, was du angesprochen hast, klingt sehr gut, kann ich auch so einfach nur wiedergeben, selber unterstreichen, sage ich mal. Nur es wird halt vermischt, es läuft da ja auch viel Desinfo auch in diesem Bereich, es wird vieles da vermischt, und gerade für einen Außenstehenden hört sich das jetzt, der mit der Materie gar nicht so versiert ist, einfach nur an wie Humbug sozusagen. Und ich bin der Meinung, wenn man das nicht genauer erklärt und auch differenziert, dass man damit eigentlich eher Leute abschreckt, als dass man Leuten hilft und auf unsere Seite holt. Weil wir sitzen ja eigentlich wirklich alle in einem Boot. Unser Boot ist der Planet Erde. Und wir wissen ja nun, Valentin, du hast mich gerade gefragt, wie sieht es aus mit Erleuchtung, wie kann man erleuchtet werden oder Ähnlichem. Wir wissen ja nun, dass es wirklich viel zu tun gibt hier auf der Welt, definitiv. Und vielleicht, ich weiß nicht, also ich habe jetzt zugehört und mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Ich muss da schon ganz mit den Ohren schlackern, obwohl mir diese Themen wirklich tagesaktuell bekannt sind. Ich lese davon auch viel in Büchern. Würde ich das doch in der Öffentlichkeit, und das sind wir ja jetzt hier gerade, es gibt hoffentlich ein paar Zuschauer und es wird ja auch aufgezeichnet, würde ich das in der Öffentlichkeit doch irgendwie anders darlegen? Also wie gesagt, alles, was du gesagt hast, Lucy, kann ich so unterstreichen, würde ich so auch wiedergeben, aber vielleicht doch noch anders umschreiben oder in einem anderen Kontext erklären. Erschreckt doch viele ab. Ja, ich mache dir einfach ein Angebot, stell einfach eine konkrete Frage und ich antworte dir darauf. Also mehr kann ich nicht sagen. Ja, Lucy, das ist halt Theorie. Das Problem ist, das Praxis ein bisschen anschaulicher zu machen, da arbeiten wir ja noch dran. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach dann zur nächsten Frage über, aber ich will vorher noch erläutern, wie man die persönliche Erleuchtung erreicht. Und zwar wurde mir das mitgeteilt von jemandem, dass du durch zweimaliges Training des Beckenbodens die Erleuchtung erreichst. Also zweimalig am Tag den Beckenboden immer anspannen und wieder sein lassen, wieder anspannen, wieder sein lassen. Und nach einer gewissen Zeit siehst du Blitze, weiße Blitze. Und dann soll man unbedingt weitermachen. Es wurde aber auch schon von einem Gast gesagt, man soll das nicht einfach ohne Anleitung tun, weil man man muss sich dazu erden. Also man muss dazu wirklich ausgerüstet sein. Also man braucht da eigentlich schon jemand, der einen anleitet. Okay, also soweit zur persönlichen Erleuchtung. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu den Gespenstern der Illuminati. Und zwar ist es Swali, die ja über die Programmierungen spricht von Menschen und die tituliert als Illuminati und die als ganz gefährlich darstellt. Was mich dabei natürlich immer wundert, ist, dass
wenn die wirklich so gefährlich sind, warum sie dann darüber spricht und dann auch noch zwei Kinder mit ihrem Ehemann ganz in Ruhe noch leben kann. Also so ganz schlimm muss das wahrscheinlich gar nicht aussehen. Und genauso wie die Protokolle der Weisen von Zion, inwieweit ist das Rufmord? Oder ist das vielleicht wirklich Tatsache? Was denkst denn du? Hat's ja mich gemeint? Das war jetzt, wir sind gerade ein bisschen verwirrt. Wen meinst du jetzt, Valentin? Ja, sag doch mal du, Hiob. Lucy, bitte zuerst. Okay. Du Schwein. Also ich bin der Meinung, dass die Angstmacherei eine Methode ist, abzulenken. Also sprich, man kann auch sagen, dass diese Angstmacherei, dass man greift auf einen sehr primitiven Mechanismus im Bewusstsein zu, um eigentlich Lebensenergie abzuzweigen. Sprich, dass ich bin einfach der Meinung, dass Geschichten, die Angst erzeugen, die berühren sehr leicht und die zweigen Aufmerksamkeit insofern ab, dass diese Aufmerksamkeit eigentlich Energie zu einem etwas anderem hingeführt wird. Alles klar. Ich habe das sehr, sehr allgemein ausgedrückt, weil man auf ziemlich viele Bereiche übertragen kann. Okay, also, ich halte jedenfalls sehr wenig davon. Okay, der Hiob. Kannst du mir die Frage nochmal stellen, Valentin, bitte? Kennst du Swali? Ja. Sie sagt da auch, dass Menschen programmiert werden und ganz übel behandelt werden und das sagt sie auch noch, das wären die Illuminaten. Kannst du das nachvollziehen? Denkst du, das stimmt? Oder denkst du, das ist Desinfo, um das Wort Illuminati überhaupt in Verriss zu kriegen? Ja, also ich habe einiges von dem, was der User Swali im Internet berichtet über die Illuminaten gelesen. Und ich muss schon sagen, ja, das, was dort berichtet wird, deckt sich mit meinen Recherchen auch in dem Bereich. Swali spricht zum Beispiel von Erziehungsmethoden, unter anderem von satanistischen, sexuellen oder rituellen Rituale. Moment, doppelt gemoppelt. Ja, auf jeden Fall habe ich in diesem Bereich recherchiert und bin der Meinung, dass das, was Fadi sagt, definitiv stimmt. Ja, aber wenn das stimmt, warum lebt sie dann noch? Warum hat sie dann zwei Kinder und lebt glücklich mit ihrem Mann in der Schweiz und warum belangt sie keiner? Ja, wenn man erstmal weiß, wie ja nun die Realität, das Universum, wird es vielleicht auch häufig genannt, funktioniert, dann hat man ja auch die Möglichkeit selber zu entscheiden, ob der Körper, den man benutzt, das Fahrzeug, das physische, überlebt oder auch nicht. Also wenn man erstmal die Hintergründe verstanden hat, gibt es da niemanden, der einen einfach mal umbringen kann, weil man hat ja selber auch die Macht über einen selber. Verstehst du, was ich damit sagen will? Na ja, okay, ich verstehe genau, was du meinst. Aber ich habe da so ein Buch, da habe ich leider noch nicht drin richtig gelesen, aber da geht's nur um mysteriöse Mordfälle. Und Valentin? Wer den Falschen über den Weg läuft, der kann schon in Gefahr kommen, auch mit viel positiven Vibrations. Valentin? Ja? Betrachte bitte nicht als persönlichen Angriff, aber ich habe jetzt über die letzten Sendungen hinaus irgendwie mitverfolgt, dass ich ziemlich oft immer auf Bücher zurückgreifst, um irgendwas darzustellen. Ich gehe mal davon aus, dass du auch selber in irgendeiner Form so eine Erfahrung durch hast. Warum sprichst du nicht von dir selbst und nimmst dich mal Bücher? Weil Bücher einfach ein Datenträger sind, genauso wie eine Festplatte für Informationen. Und warum soll ich nicht andere Autoren befragen und daran teilnehmen lassen? Gut, okay. Insofern verstehe ich. Bei mir ist es so, dass ich zwar Bücher benutze, um etwas zu erklären, aber ich mache es trotzdem immer noch mit meinen eigenen Worten, weil sozusagen, ich sag mal so, ich sage halt nicht, dort steht so, dort steht so, dort steht so und belasse dabei, sondern ich mache dann so, ich versuche etwas zu erklären und sage, in dem Buch wurde so beschrieben, aber gemeint ist es so. Das heißt, ich füge immer meine eigenen Wörter hinzu, damit der Bereich, wie man es zu interpretieren hat, eingeengt wird, damit sozusagen das Missverstehen verhindert wird. Verstehst du, was ich meine? Alles klar, Lucy, das besprechen wir dann nochmal unter vier Augen, okay. Okay. Buchvorstellungen, ja, das mache ich halt gern, ne? Also jetzt hast du mir natürlich auch ein Stichwort gegeben.
Ich hab nämlich noch ein Buch hier. Und zwar von Jonathan Black, Die geheime Geschichte der Welt. Das ist ein Wälzer mit 600 Seiten. Und ich habe mir da echt Mühe gegeben, jede Definition von Erleuchtung da durchzuhecheln. Und er schreibt praktisch, eine Erleuchtung muss man sich so vorstellen, also es ist nicht dasselbe, aber es ist so, wie wenn du einen LSD-Trip schmeißt, ja, so erweitert sich dein Bewusstsein, aber natürlich anders erleben es die Erleuchteten. Und das ist aber eigentlich auch schon alles. Die Kernaussage von dem Buch ist, dass man die Materie nicht als das Maß aller Dinge nimmt, sondern dass Geist über der Materie steht. Und das Buch, das kann ich empfehlen. Wer Zeit und Muße hat, der kann sich das zu Gemüte führen. Oh, da könnte ich so viel darüber sagen, aber das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Okay. Hiob, also du schenkst ja dem Swali Glaube oder der Swali. Was meinst du? Gibt's noch Illuminatenkinder? Ja, gibt's das noch? Also, dass die Kinder da praktisch so erzogen werden. Was kann man da tun? Ja, gut, dass du mich da nochmal fragst. Also, ich denke, natürlich geht es in deren System auch weiter. Das heißt, natürlich möchten die dafür sorgen, dass das System nicht nur aufrechterhalten wird, sondern auch zusätzlich weitergeführt wird, weiter forciert wird. Es geht immer weiter in Richtung Versklavung, Kontrolle etc. pp. Natürlich wird es da auch Illuminatenkinder geben. Das steht für mich außer Frage. Gerade deswegen ja halte ich das für äußerst fragwürdig, immer noch erleuchtete, erwachte Personen, die einfach merken, dass dort eine riesengroße Verschwörung läuft, unter dieselbe Bezeichnung zu setzen wie die Illuminati. Also das bringt mich ja jetzt immer noch so durcheinander, dass ich jetzt nach 36 Minuten Sendung eigentlich immer noch kein anderes Thema habe, muss ich ehrlich sagen. Ja, da ist halt ja ganz einfach gesagt, dass das es ist halt ein bisschen zwiespältig, das Ganze, ne? Aber du hast es erlebt. Können wir uns nicht im Interesse auch der neu aufwachenden Zuschauer darauf einigen, dass wir diesen Personenkreis, die du jetzt als persönliche Illuminati bezeichnest, vielleicht umbenennen in Erwachte, einfach den deutschen Begriff oder Erleuchtete in irgendeiner Form, dass wir da wenigstens eine andere Wertung für finden? Nee, ganz und gar nicht, weil das geht hier um Usurpation, ja. Das ist die Besitzergreifung eines Wortes im negativen Sinne, wie Tempotaschentuch, und da wird dann eine Marke draus gemacht, aber das sehe ich nicht ein, weil es einfach nichts stimmt vom Wortsinn her. Das ist die Verdummung, ja. Ich möchte Valentin insofern beipflichten, weil wenn man jetzt einer Person, die jetzt zuhört und die damit kaum in Berührung kommen ist, sagt, erwachte, da könnte man genauso gut, oder sie könnten jetzt durch ihre eingeschränkte Interpretationsfähigkeit, sag ich mal so, ist das nicht negativ gemeint, könnten die auch denken, ja okay, die könnten auch denken, erwachte, das sind die jetzt an Verschwörungen glauben oder Verschwörungstheoretiker. Ich habe jetzt nur mal einen ganz kurzen Einwurf. Ich denke mal, alles Schall und Rauch ist ein guter Begriff. Da habe ich jetzt schon oft genug gesagt, dass diese sogenannten Verschwörungstheoretiker, in Anführungsstrichen, eigentlich auch nur von einer Illusion in eine nächste geraten, aber nicht wirklich erwachten. So, ja. Wenn das Wort erwachte verwendet, dann bewirkst du vielleicht eine kleine Veränderung, aber auch nicht mehr, als wenn du sozusagen Erleuchtete, also den Begriff Erleuchtete verwendest. Also man muss sozusagen versuchen, das nicht auf ein Wort zu beschränken, sondern irgendwie eine Art Sinnkette zu bilden. Weißt du, ein eigenes Wort. Nee, genau. Weißt du, was das Problem ist? Das Wort Illuminati ist genauso wie Al-Qaida. Das wird immer aus der Kiste geholt, wenn man nicht mehr adressieren kann, wer der Urheber einer schlechten Tat ist. Und genauso ist es nämlich jetzt beim schwarzen Adel. Wenn du sagst, der schwarze Adel oder Rothschild, dann weiß jeder Adel oder Rothschild. Ich bin nämlich der Meinung, es sind Blutlinien, eine Adelspyramide, die Verantwortung hat in dieser Welt. Und dass es nicht irgendwelche Illuminaten, also ein Gespensterbegriff ist. Es sind nämlich immer die Illuminaten, wenn man nicht weiß, wo man es adressieren soll.
Das ist das Problem, das ist eine Sackgasse. Naja, nee, das würde ich so nicht sehen, sondern wenn man halt wirklich nachrecherchiert und feststellt, was da hinter den Kulissen abläuft, ist das halt schon dieser, die üblichen Verdächtigen, sage ich halt immer wieder, Rockefeller, Rothschild etc. pp., ist ja nur die oberste Linie von denen und man kann diesen Personenkreis schon als Illuminaten, bezeichnen sich selber so und das ist Nein, halt bezeichnen sie nicht. Sie haben, wirst du jeden fragen dürfen von mir aus? Keiner würde von sich sagen, er ist ein Illuminat. Okay, ja gut, die wollen das ja, okay. Ja, verstehst du. Das ist einfach nur ein Prügelgespenst, ja. Und jetzt kommen wir halt einmal dann zur Sache und in medias res, ja. Kommen wir halt jetzt mal auf den Adel zu sprechen. Der Adel, die Pyramide. Der schwarze Adel. Ja, richtig. Die Bösen. Ich muss nur kurz Bescheid sagen, falls jetzt irgendwas an mich richtet, ich muss jetzt mal in den nächsten 10 Minuten irgendwie mal kurz zur Seite, wenn du jetzt über Adel redest, ich muss mich jetzt mal kurz um meine Katze kümmern jetzt, ja. Okay, du kannst die Musik ein bisschen hochfahren. Ja, also ja genau, dann adressieren wir das Ganze halt einfach mal an den Adel, ja. Und ich unterstelle ja, dass diese Protokolle der Weisen von Zion aus dem Adelshaus kommt. Also von Staatskunde haben die ja Ahnung. Und da kommt es her. Nicht von irgendwelchen Erleuchteten. Ja, was meinst du, kennst du diese Blutlinien? Ist dir eine bekannt? Hiob. Der ist gerade auf dem Klo. Ja, okay. Also ich habe hier noch ein Buch. Die 13 satanischen Blutlinien von Robin. Ich bin ja schon wieder da. Alles klar. Also ich habe jetzt gerade meine Freundin gerade die Push-to-Talk-Taste gefunden. Ist es so? Ja. Shit. Und zwar schreibt jetzt hier einer in seinem Buch die Merowinger Dynastie der Merowinger. Sind sehr federführend. Kennst du ja auch aus dem Film Die Matrix, da gab es ja auch den Merowinger, ne? So ja. Eine kleine versteckte Anspielung. Ich bin ja auch David Icke-Fan und das Geschlecht der Merowinger, wie auch das Windsor-Geschlecht und einige andere Geschlechte, wo auch zum Beispiel alle amerikanischen Präsidenten abstammen, wird dort ja auch ganz gut erklärt. Im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist eine riesengroße Familie. Auch wenn man da schon Jahrtausende in die Vergangenheit blicken muss oder Jahrhunderttausende. Trotzdem, die stammen ja alle irgendwie einem großen schwarzen Adelsgeschlecht ab, wie du gerade selber sagst. Ja, ganz genau, so ist das auch. So sehe ich das auch, ganz genau so. Und die Kommunikation läuft da auch über Symbole, über Architektur. Da an der Stelle möchte ich auf www.pharaonenshow.de hinweisen. Da haben dann 15 Leute versucht, in ihrer Stadt diese Dreiecke an Fassaden und die Obelisken mal abzufilmen, ja. In ihrer Stadt. Das ist sehr interessant. Ja, die Merowinger, ja, zum Beispiel. Und ich unterstelle dieser Familie, dass sie eine geheime Zeichensprache hat, also eine Gestensprache, die sich dann international auch kommunizieren können. Ja, das haben sie. Also man sieht es ja auch immer wieder in Zeitungen zum Beispiel, wenn ein Wirtschaftsboss oder Politiker, die da ja mit die Steuerung auf unterster Ebene übernehmen, von einem Fotografen, ich weiß nicht, innerhalb einer Minute 50 Mal oder innerhalb einer Fotosession, während sie live auftreten, vielleicht sogar 150 bis 200 Mal fotografiert werden. Trotzdem sucht sich der Fotograf von der Vielzahl der Bilder gerade das Bild raus, wo der sich zum Beispiel an einem Hals fest oder auch den Finger ganz komisch im Gesicht hat. Also da würde ich doch eigentlich sagen, als Politiker, Moment, kannst du nicht ein besseres Foto von mir nehmen? Nein, das passiert allerdings nicht, sondern es sind tatsächlich immer wieder dieselben Zeichen, die dort in diesen ominösen Fotos zu sehen sind, in den Medien. Und das kann man wirklich, wenn man versteht, was damit gemeint ist, als Geheimsprache deuten. Ja, was Ähnliches haben ja die Freimaurer auch oder die Politiker. Wenn sie mit dem Zeigefinger nach oben zeigen, heißt es, das kommt von oben, da kann ich gar nichts machen. Das wird so gemacht, ja, wie bei der Maut auf den Autobahnen, da hat es, glaube ich, gemacht. Oder wie der österreichische Kanzler da, der hat an die Krawatte, an den Krawattenknoten gelangt. Und das heißt auch, Hilfe, ich brauche Hilfe. Brüder, ich brauche Hilfe. Und das war der Schlüssel damals. Und dann hat man seinen Gegenspieler abgeschossen.
Okay, Satanismus, was heißt das für dich? Weißt du über Satanismus Bescheid, Hiob? Ja, also deswegen hatte ich ja schon Probleme mit dem Herrn Luzi, Lucifer Gott, kann man auch rauslesen zum Beispiel. Also Satanismus, okay, würde ich als schlecht assoziieren im ersten Moment natürlich. Im zweiten Moment würde ich aber auch noch den Gegenpol, den angeblichen lieben Gott, da entspringt ja auch der Satanismus her aus der Bibel, als negativ assoziieren, denn diese beiden Personifizierungen nehmen sich ja gar nicht so viel, sondern es geht immer um Kontrolle und Macht. Auch der liebe Gott aus der Bibel möchte gerne angebetet werden, möchte gerne bezahlt werden, möchte ganz gerne, dass man an ihn persönlich glaubt und alle anderen hier, der Satan wäre ja böse und man soll dem ja nicht glauben und so weiter. Da läuft voll eine Ego-Geschichte ab. Unabhängig davon, wenn man sich mal zum Beispiel satanistische Rituale anschaut. Es hat immer was mit Blut zu tun. Kinder, kleine Jungs und Mädchen spielen da leider Gottes. Wenn man den Berichten Glauben schenken darf, ich habe ja persönlich so ein Ritual noch nicht angeschaut, wenn man den Berichten Glauben schenken darf und die decken sich wirklich alle, finden ja wirklich regelmäßig auch statt bei den höheren Ebenen. Und wenn man diese Rituale und sexuellen Missbrauch etc. pp. Als Satanismus zeichnen würde, dann würde ich es wirklich ablehnen. Und ich glaube, als genau sowas kann man das auch bezeichnen. So, ich bin ja da. Ja, du hast natürlich recht. Also dieser Missbrauch ist unfassbar, ja, nicht zu gestatten. Das muss beendet werden in irgendeiner Form. Aber bei dem Wort Satanismus, ja, Satanismus, Satan, die, wo normal, also anderen nichts antun, können auch den Satanismus begreifen, denn der steht für den freien Willen, ja. Satan gab, die Schlange gab uns den freien Willen, die Wahl, diesen Apfel zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können, und dem entgegengesetzt, dem freien Willen des Menschen, aus dem ja auch viel Schlechtes kommt, ja, ist der Gehorsam gegenüber Gott. Ja? Also zu Gott kommst du über Gehorsam und zu Satan hast du, der sagt von vornherein, du hast deinen freien Willen, tu, was du willst. Und das ist das Verlockende. Das wird jetzt ja noch viel schwieriger für die Zuhörer, das ist ja noch fahrlässiger, dass du die Macht nicht nur als Illuminaten bezeichnest, sondern jetzt auch noch die Schlange aus der Bibel, Satan als Sinnbild, hier eigentlich als Erlösung darstellst, weil genau das wird ja in den Hierarchieebenen der Freimaurer, der Illuminaten, den einzelnen Agierenden eingeredet, dass gar nicht der liebe Gott die Herrschaft hat, sondern eigentlich Satan entscheidend ist. Ja, ich wollte jetzt mal, damit es ein bisschen geklärt wird. Ich kann es jetzt nur von mir aus sprechen, nimmt an oder nicht, wie auch immer, das Prinzip Lucifer entspricht, ist etwas Neutrales. Stell dir vor, ganz einfaches Beispiel, Albert Einstein wollte letztendlich mit seiner Relativitätstheorie und wie auch immer, wollte letztendlich etwas Gutes bewirken, der Wahrheit entgegentreten. Letztendlich, du weißt genau, das Wissen ist immer etwas Neutrales. Man kann es negativ und positiv verwenden. Du weißt, das Positive ist, dass man Energie aus einer neuen Form herausholen konnte. Das Negative war, dass man eine Atomwaffe draus gemacht hat. So, und genauso ist es praktisch mit dem Prinzip Lucifer. Lucifer ist etwas Neutrales. Es hängt nicht von Lucifer ab, ob es positiv oder negativ ist, sondern es hängt davon ab, was der Mensch selber aus dieser Erkenntnis macht. Und das ist das ist es da nicht ein Problem, irgendwelche Personifizierungen, ob es nun Lucifer, Satan, Gott, lieber Gott, Jehova oder wer auch immer ist, als irgendwelchen Sinnbild zu nehmen? Sollten wir uns nicht alle auf uns selber berufen, auf uns als Mensch, jeder Einzelne für sich als individuelle Person, die wir alle auch noch zusätzlich miteinander verbunden sind mit der unendlichen Energie, aber diese Thematik Gott, Satan und so weiter und so fort einfach aus unserem Bewusstsein verdrängen, weil das ist doch einfach ein Sklavenmittel, das ist doch nicht die Freiheit, egal wen ich jetzt anbete, aber wenn ich jemanden anbete, gebe ich meine Freiheit denen ab, Der Lösungsversuch hinter der Problematik, die du dir vorstellst, kann ich sehr gut verstehen. Das Problem an der Sache ist, dass Menschen interagieren immer, weil Menschen sind fehlbar.
du weißt ganz genau, Menschen, menschlich ist zu irren. Und nur aus dem Irren, oder beziehungsweise, dass man sich geirrt hat und die Erkenntnis daraus, dass man sich geirrt hat, kann man lernen. Und aus dem Lernen kann man sich sozusagen sich reifen. So, und das ist das praktisch das Prinzip Mensch. Okay. So, und wenn man jetzt aber niemals etwas falsch macht, kann man nicht lernen. Gut, ich komme jetzt nochmal. Ich komme jetzt nochmal ganz, ganz schnell zurück auf die Schlange. Die hat uns praktisch befähigt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und dann hat der liebe Gott gesagt, jetzt müssen wir aber mit Feuerschwertern aufpassen, dass er nicht vom ewigen Leben, vom Baum des ewigen Lebens essen, sonst werden sie wie wir. So viel zum lieben Gott. Stiller Revoluzzer, Walter, hallo, bist ja das... Grüß dich, ich freue mich, dass ich also noch rechtzeitig es geschafft habe, reinzukommen. Weil hallo Walter, grüß dich. Wer war das denn? Der Hiob. Ja, grüß dich Hiob, also pass auf, es geht um Folgendes. Wir müssen uns bitte mal eins vor Augen halten. Und das wird also, wir kommen jetzt ganz stark in die Esoterik rein. Die Schlange in der Bibel ist eine Symbolik. Es hat in Urzeiten und noch nie eine Schlange gegeben, die eine gewisse Eva verführt hat. Sondern die Schlange wird ja auch als Symbol benutzt von den Mayas oder wurde benutzt von den Mayas. Wir müssen uns also vorstellen, die Schlange, wenn sie also durch die Wüste oder wo auch immer durch am Latschen ist, wie bewegt sie sich? Revoluzzer, halte mal fest, Maya und Schlange hat eine gewisse andere Bedeutung. Ja, das will ich ja gerade erklären. Die Schlange ist ein Reptiloid. Nein, die ist weder ein Reptiloid und noch sonst etwas. Man musste Symbolik betrachten. Das hat eher was mit der DNS zu tun. Ein Familiengeschlecht. Richtig, die Schlange ist nichts anderes als die frequente Darstellung einer bestimmten Bewegungsform. Das bedeutet, wenn jetzt also die Schlange die Eva da verführt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die ursächliche Intuition, die sich ja bewegt, von weiblichem Geschlecht ist. Das heißt, die weibliche Linie. Und die weibliche Linie ist der Gegensatz zur männlichen Linie. Das Essen des Apfels ist nichts anderes als die Erkenntnis der Polarität. Nicht der Dualität. Ja, muss ich ganz zustimmen. Muss ich das insofern zustimmen, weil letztendlich, das sind alle Symbole, die benutzt werden, um etwas mit der, um ein, also der Mensch, der hat ja eine Fähigkeit, eigentlich jeder, wenn er es darauf einlässt, etwas im übertragenen Sinne zu verstehen. Das, etwas, was man mit Worten nicht erklären kann. Und du kannst dir vorstellen, dass in vielen, vielen früheren Zeiten man auf jeden Fall Symbole benutzen musste, um Wissen, was man mit Worten nicht ausdrücken kann, transferieren zu können in die Zukunft. Okay, jetzt haben wir noch genau 7 Minuten. Jetzt möchte ich gern aufs letzte Thema einläuten, und zwar mitmachen, aber wie? Ja, wir wollen Veränderung. Ich nehme mal an, ihr seid alle hier, weil wir was verändern möchten. Und ich habe damals mal einen Verein gegründet, der ist wieder baden gegangen leider. Aber wie können wir es schaffen? Wie organisieren wir uns? Wer hat Vorschläge? Einfach mal offen in den Raum. Ja, ich denke, man sollte die Leute wirklich da abholen, wo sie sind. Schau dich doch mal um, Valentin. Die meisten Menschen leben in dieser, ich sag mal, Matrix, gefangen in der Illusion. Und gerade um sie zu lösen, braucht man da Themen, die für diese Menschen einfach noch wichtig sind. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel den Castortransport oder auch Stuttgart 21 anschauen, dann sind da schon viele Menschen auf der Straße, und wenn man den halt dem Hinter... Jetzt klingelt mein Telefon, Sekunde. Also mein Stecker gezogen. Wenn man denen halt den Hintergrund erklärt, was da eigentlich los ist, wer da die Drahtzieher sind, dann holt man sie auch da ab, wo sie sind. Und Lösungsvorschläge zum Beispiel sehen für mich einfach im Weltlichen so aus, dass man tatsächlich auch da die Leute abholt, wo sie sind, indem man einen Großteil der Masse, die ja wirklich noch schlafen, die nicht illuminiert sind, wie du es sagst, einfach darauf hinweist, dass da was nicht stimmt. Wenn wir zum Beispiel Fernsehsender anrufen und sie darauf hinweisen, dass die Berichterstattung, zum Beispiel jetzt über Stuttgart 21 gestern, nicht stimmt, dass dort ein Polizist von Demonstranten niedergeschlagen worden ist, sondern, wie man ganz gut über Videos auch erkennen kann, ein Polizist sich
als Zivilist verkleidet hat, mit der Waffe allerdings trotzdem noch dabei und einfach nur enttarnt wird und der Mann weder auf dem Boden landet, noch irgendwelche Schlägereien dort laufen, sondern der arme Mann, wo er enttarnt worden ist, so eine Angst hat, dass das in die Realität tritt und Wirklichkeit wird und sich dann eine Lügengeschichte einfallen lässt, indem er einfach sagt, ich bin niedergeschlagen worden. Und wenn man diese Menschen über ein Telefongespräch zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen darüber informiert, dass man als Bürger eines Landes ganz andere Wahrnehmung hat, dass das, was in den Medien erzählt wird, Lügen sind und so weiter, dann denke ich mal, ist das schon der erste Schritt zur Lösung. Ja, hier, man muss sich ganz einfach klar machen, dass man sagt ja immer, hier Atomgesellschaft und Informationsgesellschaft und wie immer bestimmte Zeitalter einen Namen bekommen. Wir leben nicht mehr im Informationszeitalter. Wir leben inzwischen im Desinformationszeitalter. Und auch der wird zu Ende sein. Okay, Walter, willst du noch was dazu sagen? Also wir haben uns ja geeinigt, wir haben gesagt, wir wollen das philosophisch machen, wir wollen die 20% der Macher, wir wollen nicht 80% der, die eh nichts machen möchten, weil sie ihr Bier oder ihre Schokolade haben, wie der Selim immer so schön bezeichnenderweise sagt, sondern wir wollen eine philosophische Gesellschaft haben. Und also, ja, und definiere mal Philosophie. Die Liebe zur Weisheit heißt Philosophie. Walter. Ich hab ja nichts dagegen, Valentin. Das Wichtigste ist aber, wir müssen erkennen, das müssen wir wirklich nicht nur erkennen, das müssen wir auch, das müssen wir wirklich in uns reinbringen, ja, dass wir nur dann etwas verändern können, wenn wir das gesamte Drumherum, um uns herum, alles was geschieht, als ein Spiegel unserer selbst betrachten. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Eine Veränderung ist nur dann möglich, wenn wir uns selber verändern. Das heißt also, wir müssen den Geist oder das Geistige, das müssen wir übertragen, in dem Sinne, dass wir die Informationen an so viele wie möglich weitergeben. Die darf aber nicht lauten, die Bösen haben das und das getan. Leute, vereinigt euch mit uns. Sondern sie muss lauten, was hast du getan, dass dir das begegnet? Die Fragen müssen gestellt werden. Was ist dir widerfahren, dass du dem Revoluzzer meinetwegen begegnet bist? Wo ist der Revoluzzer in dir selbst? Das ist eine Informationsform, die lässt sich nicht so in wenigen Worten fassen. Die Grundstufe des Wissens, worum es so überhaupt ist, die ist ja in den Schulen jahrelang nicht mehr gelehrt worden. Revoluzzer? Minute, dann muss ich Abspann machen. Können okay. Wir denn nicht irgendwie ja, okay. Noch weitermachen, Felix? Wir können dann weitermachen privat, also hier im Channel, aber die Aufnahme hört dann auf, ja? Du nimmst es doch auch bei YouTube auf und sendest es hoch. Ja, aber ich mache grundsätzlich nur eine Stunde, weil sonst ist das Thema ausgelutscht. Ich wollte kurz sagen, Silver Luther, du meintest, das kann man in wenigen Worten machen. Ich bin der Meinung, doch. Und zwar, man muss als Persönlichkeit begreifen, dass das Umfeld, wovon man sich getrennt sieht, das ist der Irrtum. Man ist von diesem Umfeld nicht getrennt. Die wahre Erkenntnis ist, das Umfeld ist das Ich. Das okay. Heißt, in welchem Raum wollen wir uns treffen? Wir können gleich weiterreden. Ich muss nur schnell einen Satz sagen für die Zuhörer, dass sie sich bitte einfinden mögen, egal ob ihr jetzt bei YouTube uns gehört habt oder ihr jetzt live bei okitalk.com. Wir reden jeden Dienstag um 20 Uhr über das brisante Thema Illuminati, Erleuchtung, Satanismus und so weiter, Schwarzen Adel. Das ist alles bei uns Thema bei www.okitalk.com und ladet euch dort, wenn ihr als Gast reinkommen möchtet, auch Mumble herunter, das ist eine Telefonsoftware, die ist super und wir treffen uns regelmäßig bei okitalk.com. Den Podcast könnt ihr dann ab morgen auf www.cracker.info euch über YouTube ansehen. Also nochmal www.cracker.info. Und damit verabschiede ich jetzt die Zuhörer von OkiTalk und verabschiede mich auch von den Leuten auf YouTube. Danke, Valentin, dass ich hier sein durfte. Ja, super. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke, Hiob. Danke, Lucy. Ich hoffe, ich habe dem Konzept nicht
nicht, ich habe das Konzept nicht zu sehr gestört. Nee, keinerweise. Das ist gerade die Kritik, die brauchen wir. Das ist gerade dieses Gespräch, das wir suchen. Danke, Walter, dass du da warst. Und jetzt verabschiede ich mich für heute. Tschüss. Tschüss.